Liebe Kinder, willkommen zurück beim zweiten Teil von Andreas Ausflug mit ihrem neuen Sportwagen. Puh, hab ich mich erschrocken und unser Picknick haben wir auch vor Schreck liegen gelassen. Aber Mimi, dieses Mal verfahren wir uns nicht. Da ist wieder der Wegweiser. Vorhin sind wir nach links gefahren. Dann müssen wir jetzt nach rechts fahren. Hoffentlich brauchen wir nicht so lange dahin, sonst wird es bald schon dunkel. Keine Angst, ich passe auf dich auf. Aber jetzt fahren wir erstmal weiter. In der Hoffnung, jetzt den richtigen Weg gewählt zu haben, fahren Emma und Mimi eine ganze Weile herum. La 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 la. Du, lü, du, du. La 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 la. Oh Mimi, schau mal, ein Stadtplan. Hier können wir genau nachsehen, wo wir hin müssen. Also, oh, es ist gar nicht mehr so weit. Hey, was hältst du davon? Sollen wir das Auto stehen lassen und zu Fuß gehen? Miau, miau, miau. Na gut, dann fahren wir eben weiter. Aber irgendwann müssen wir aus dem Auto raus. Den ganzen Weg können wir nicht mit dem Auto fahren. Andrea und Mimi steigen wieder in das Auto und fahren weiter zu den Bergen. Dort machen sie ganz viele Fotos mit ihrer Kamera, bis es dunkel wird. Bleib hier, es ist schon dunkel, wir müssen zurückfahren. Was bist du denn für ein Hund? Nein, bleib stehen! Oh je, der Hund verfolgt Mimi bis in den Wald und Andrea läuft verzweifelt hinterher, um ihre Katze zu finden. Mimi springt verzweifelt auf den Baum, um sich vor dem Hund zu retten. Komm her! Eine ganze Nacht ist vergangen, doch endlich hat Andrea ihre Katze gefunden und den Hund, der noch immer nicht von dem Baum weichen will. Oh, weg mit dir, du böser Hund! Na los, geh weg und lass meine Mimi in Ruhe! Oh Mann, Mimi, was tust du denn? Ich musste die Nacht über im Auto schlafen und dich suchen. Komm runter, wir fahren nach Hause. Es ist alles in Ordnung. Spring, Mimi, ich fang dich, keine Angst. Na los, trau dich. Oh Gott, Mimi, es tut mir so leid. Geht es dir gut? Oh je, was habe ich nur getan? Meine arme Katze. Ich bringe dich sofort zum Tierarzt. Keine Sorge, bald geht es wieder besser. Liebe Kinder, wenn ihr wissen wollt, wie es Mimi geht und was der Tierarzt zu ihrem Sturz sagt, dann klickt auf das kleine Video unten im Bild. Bis bald, euer Pandido-Kanal.